Moin, meine Strategen und Strateginnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge, beziehungsweise zur ersten Folge War Thunder hier auf dem Kanal. Wieder mit dabei, schon bekannt durch das letzte World of Tanks Video. Justin, schönen guten Tag. Hallo! Ich glaube, ich bin nicht so bekannt, weil man mich hier nicht gehört hat. Okay. Also, Justin wird heute wieder unser Video begleiten. In der Hoffnung, dass es wieder explizit lustig wird. Am Samstag kommt dann wieder eine Folge World of Tanks. Und ich bin am Überlegen, ob nächste Woche Mittwoch vielleicht die erste Runde Rainbow auf diesem Kanal erscheinen wird. Kann man auf jeden Fall, könnt ihr ja gleich mal sagen, ob ihr das wollt oder nicht. Und ja, wir warten jetzt Ich hier. sag endlich. Ah. Okay, Justin sagt endlich. Und da geht's auch schon los zur Vorherrschaft in Korsun. So, Justin, nehmen wir zuerst Bomber. Was? Ah ne, warte mal, Bomber bringen hier gar nichts. Ja, doch für die Fahrzeuge, aber ich würde Nee. keinen nehmen. Okay, dann starten wir mit unserem BF-109 Jäger in die Schlacht. Justin, Mach schon wo? mal Dinkel. Ah, okay. Ja, also Justin ist auch für seine Kamikaze-Angriffe bekannt, die Stimmt ich. nicht. Das bist du immer. Das ist eine miese Lüge. So, und da kommen auch schon die ersten Gegner. Das sind alle Gegner. Nein. Aber Doch. vor mir sind aber gerade die ersten Gegner. Und die in unserem Team sind keine Gegner. Die sind alle vor uns. Ja, doch. So lange nicht mehr gespielt, ich habe die Steuerung fast wieder verloren. Oh, und da kam schon der erste Zusammenstoß, wie es aussieht. Mensch! Ja. Please Hin sterb hin die doch. hinter mir hängt ein Segler, ja. So. Ich wurde von Adi gekillt. Das fand ich jetzt nicht so toll. Dem Naja. kleinen Bärtigen? Eventuell, ich weiß es nicht. Oh nein! Nee! Und da gehen wir gleich mal mit einem bekannten Flugzeug des Zweiten Weltkriegs in die Schlacht. Eine U-87, auch bekannt als Stuka. Nein! Berüchtigt für den Sirenensound, der im Sturzflug erzeugt wird. Weil das macht André auch, wenn er frühst vom Bett runterfällt. Ja, durchaus. Und zu World of Tanks. Ich habe jetzt schon die VK3001H erforscht. Und jetzt sind wir nur noch ein Panzer von Tiger entfernt. Also quasi ein Panzer noch. Und dann kann man den Tiger erforschen. Das werde ich auf jeden Fall. Ich werde euch auf jeden Fall weiter mit auf die Reihe zum Tiger nehmen. Ich habe gesehen, Medieval Dynasty kommt immer noch relativ gut bei euch an. Vor allem die erste Folge und die zweite. Die erste hat ja jetzt schon 92 Aufrufe bekommen. Finde ich auf jeden Fall immer noch ziemlich stark von euch. Und wenn ihr Medieval Dynasty mal wieder sehen wollt, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde es auf jeden Fall demnächst wieder hochladen. Wann kann ich euch aber noch nicht sagen. Jetzt fertig mit deiner Werbung, oder? Da fehlt noch, lass ein Like und ein Abo, oder? Was? Da fehlt noch ein lass ein Like und ein Abo. Und ein Abo. Ja, natürlich. Das wissen die jetzt, glaube ich, schon langsam. Ja, das wussten sie auch schon nach der ersten Folge. Du hast trotzdem weitergeführt. Warum dann jetzt auch nicht? Lass mich doch. Schieb für eine Huse. Ich habe übrigens gestern einen Kommentar bekommen.
wo die Frage war, wann ich mich denn mal zeigen würde. Echt? Ja. Und diese Frage zu beantworten. Gern. Ich weiß es noch nicht. Ey. Ich kann euch noch nicht sagen, wann ich mich zeige. Aber ich werde es irgendwann mal garantiert tun. Ich würde sagen, bei 50 Abonnenten würde dann mein erstes Video mal mit Facecam kommen. Aber nur mit Handy aufgenommen, damit die Qualität richtig scheiße ist. Nein, ich werde mir dafür extra eine professionelle Facecam holen. Ich werde mir auch ein neues Mikrofon holen, weil sich manche beschweren über Hintergrundgeräusche. Und ja, ich kann euch auch nicht sagen, ob Justin jetzt lauter ist als in der Aufnahme davor. Ich habe ihn auf jeden Fall mal höher gestellt. Aber das ist, ich meine, ich kann das Spiel noch leiser machen. Mehr kann dann aber auch nicht. So. Wenn man dann nicht mehr vom Spiel hört, ist auch scheiße. Ja, nee, man hört schon noch genug. Ja. Ich muss sagen, ich ziehe hier eine Scheiße. Was? Ja, ich spiele eine Scheiße zusammen. Ich habe bisher noch nichts hinbekommen. Also ich habe bis jetzt ein Kill und eine Abschusshilfe gerade bekommen. Aber mehr ist bei mir jetzt auch noch nicht passiert, von daher. Ich höre sie reden. Ich hänge mich halt gerade an den Bomber. Werd aber. Ich bin ein Bomber. Nein, ich habe mich aber gerade noch an den anderen Bomber gehangen. Aber der hat mich halt mit seiner Nebenbewaffnung geholt. Mit seinen Kanzeln, so heißt das ja. Ah, ich hasse die Russen in diesem Spiel. Warum? Weil er mich gerade mit einem Schuss ausgeschaltet hat. Das ist das, was ich vor uns meinte, Justin. Also, mit dem vor uns meine ich, wir haben vorher schon mal ein paar Runden gespielt. Haben wir nicht. Ich, bei Justin gab es technische Schwierigkeiten. Aber ja, nur damit ihr schon mal wisst, falls wir irgendwie sagen vor uns oder davor oder so. Das ist schon mein letztes Flugzeug und ich brenne. Echt? Ja. Versuch mal an unserem Luftstützpunkt zu landen. Ich glaube, in diesem Modus haben wir keinen. Sicher? Ja, Tatsache, wir haben nur Lufteinstiegspunkte. Okay, das ist halt problematisch jetzt, aber. Ich wurde auch andauernd von irgendwelchen Schweden geholt, also die sind auch nicht gerade geschwächt. Ich wurde mit Öl beschmiert, ja. Weil die neuesten im Spiel sind und bisher noch nicht gepatcht wurden. Ja. Ey, schon wieder Rosse! So, Justin, aber. Ich denke mal, du warst der nette Herr mit der Frage auf Visage. Jetzt begründe mir mal, warum ich Visage aufnehmen sollte. Weil es lustig wäre, dich zu sehen, wie du dich in die Hose kriegst. Okay. Hast du da wirklich Lust drauf? Ich meine, du kennst das Spiel schon. Ja, aber. Da war so. Ja. Ich trau mich nicht. Ich bin so ein kleiner Schisser, also ich meine, ich hab's durchgespielt, aber ja, hab mir aber so halt auf den Mund gespult. Also, das was bisher da war. Ja, ich weiß, das Spiel ist ja immer noch draußen. Oh, nein. Ich stehe in Flammen. Mister, ich stürze nah ab. Hallo. Und ich find's halt auch lustiger, wenn andere sich sind. Einfach mal zu. Also ich war gerade ziemlich on fire. Badumtsch. Ja, ich weiß. Diese Witze sind echt schlecht. War kein Witz, das war nur Beobachtung. Bist du jetzt von uns gegangen? Ja, natürlich. Ich hab gesagt, es war mal das. Ja, das ist halt jetzt mies. Ihr könnt ja auch gerne mal
ja, jetzt kommt wieder dein beliebtester Satz, Justin, in die Kommentare schreiben, ob ihr derselben Meinung seid wie Justin und ich das wirklich aufnehmen sollte oder ob ich vielleicht doch mal andere Spiele testen sollte. Ich hatte zum Beispiel überlegt, ob ich mal World of Warships oder World of Warplanes hochlade. Glaubst du, das wäre eine gute Idee, Justin? Ich frage jetzt speziell dich. Für mich? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich würde ja zuerst die Zuschauer fragen. Na okay, wenn du dir das so vorstellst, dann, liebe Zuschauer, ist es jetzt eure Aufgabe, mal ein paar Spielwünsche reinzuschreiben. Ich meine, es ist halt immer noch geplant, Assassin's Creed Valhalla, sobald es rauskommt, würde ich auf der Xbox aufnehmen. So, ich denke mal, ist ja gut, ich habe mich ja mal ein bisschen erkundigt. Da musst du ja auch so deine Siedlung aufbauen und Städte überfallen und so. Und ich denke mal, das würde gut auf meinem Kanal kommen. Ich weiß, was auch noch gut auf deinem Kanal kommen wird. Was denn? Barbie Streamhouse. Barbie Streamhouse? Ja. Doch, das würde ich mir gerne ansehen. Okay. Ich als großer Barbie-Fan. Aber ich habe gedacht, du bist Hello Kittys großer Inselspaß. Ja, habe ich auch durchgespielt. Na und damit aber haben wir auch die Schlacht gewonnen. Aber ja, Justin, tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, das kenne ich schon. Das ja, es ist das Leben. Okay. Also bevor Justin jetzt hier wieder in seinen Lebensweisheiten Sog fällt. Toll, das hast du mich komplett aus dem Prinzip gebracht. Ich hab nichts gesagt. Ja, aber ich war am Reden und dann hast du ja dein Was der Sinn des Lebens rausgehauen. Ja, ich weiß aber, was André sagen wollte, und zwar für jeden Like und für jeden Kommentar kommt er persönlich zu euch nach Hause und lutscht euch am Gesicht rum. Ah, nein, das werde ich nicht tun. Muss ich euch leider enttäuschen. Aber ihr könnt ja gerne mal sagen, ob ihr Rainbow nur mit Justin sehen wollt oder auch mit einem Dritten. Der wäre ja auch eigentlich bei World of Tanks dabei gewesen, konnte aber zeittechnisch nicht. Und War Thunder besitzt er nicht. Deswegen könnt ihr mir ja sagen, ob ihr ihn dann in Rainbow sehen oder hören wollt. Oder gar nichts. Oder gar nichts, ja. Das darf man nie vergessen. Ja, das ist ja auch immer so. Ist ja immer problematisch. Ja. Aber das ist schon ein netter Junge, also ich würde es euch empfehlen. Mit dem macht es auch immer Spaß, von daher. Ja, also im Spiel privat, aber. Also zu ihm ist aber halt nur zu sagen, er ist ein relativ ruhiger. Es sei denn, er verliert. Dann kann es auch mal schnell in Beleidigungen enden. Das ist so ein richtiges Rage-Kitty, das was. also. Er müsste halt vielleicht mal eine Aggressionstherapie machen oder sowas. Aber. Ansonsten haben wir den natürlich alle lieb und. Ich weiß, gegrüßt. Ah, nein, natürlich. Wir grüßen dich. Und ich grüße auch alle anderen, die aktiv auf meinem Kanal reinschauen. Die aktiven Passi. Ja, als Bomber kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Also, unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall, diese Luftstützpunkte, die auf der Karte als rote Kreise markiert werden, zu zerstören. Und auf der Karte diese ganzen kleinen anderen roten Blinken. Dinger, sage ich mal, sind einfach nur so nebensächliche Ziele, die man zerstören kann, um Punkte abzustauben. Mann! Nein, dieser verdammte russische Böse. Ja, Justin, ich beobachte dich gerade. Der stirbt nicht! Ja, das ist halt so. Achtung, hinter dir ist ein BF-109. Egal! Ah! Oh, dann können wir mal die
vorher schon Bomben an sich. Ey, zwei oder drei Leute schießen auf den und er geht aber nicht down, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich würde ja sagen, Russen sind ein bisschen OP in dem Spiel. Oh, 12G. Oh, oh. Aber ich muss halt schon sagen, ich finde das Spiel echt schön. Und was sagst du, Justin? Ey, ja, ich muss es ja schön finden. Ich habe dich damals drauf gebracht. Aber... ja, das weiß doch keiner. Ja, jetzt wissen sie. Ich stehe unter... Was stehst du? Unter Schlagbeschuss. Oh, oh. Ich habe auch überlegt, Tropico 6 oder Transport Fever 2 aufzunehmen. Ich denke mal, ihr kennt Tropico 6 garantiert. Bei Transport Fever 2 bin ich mir nicht so sicher. Ich will jetzt hier keinen beleidigen. Wenn man es kennt, kann man es natürlich in die Kommentare schreiben. Inwiefern hast du die Leute damit jetzt beleidigt? Ich weiß, naja, bevor die Leute denken, ich nenne sie dumm oder so, weil sie das Spiel nicht kennen würden. Ja, die Leute, die sich das angucken, werden schon schlau genug sein! Nein! Ja. geht's unser Bomben. Und damit ist die Basis zerstört. Schon die zweite, die wir zerstört haben. Oh cool, mein MG klemmt, ich habe keine Munition mehr. Oh, oh, hinter mir hängt sich einer. Rein, du kannst. Nein. Mal, wo du bist. Ich bin oben. Also oben in den Lüften. Und ich wurde niedergeschossen. Ey. Damit gehe ich zu Boden. Ach, die Schweden. Ich sag's ja. Die sind einfach wie die Russen, einfach nur OP. Auf jeden Fall Transport Fever 2 bin ich auch privat am Spielen. Ist auf jeden Fall schönes Spiel. Werde ich auch garantiert aufnehmen und hochladen. Wann kann ich euch aber noch nicht sagen. Und ich hatte ja... egal, guck dir den Sucht mal an. Danke, Justin, für diesen äußerst hilfreichen Beitrag zu diesem Video gerade. Gerne, mach ich wirklich gern. Ja, ich weiß. Oh. Und natürlich darf man auch nicht den Detail gerade in diesem Spiel vergessen, wenn man zum Beispiel F2 drückt und dann im Flugzeug drin ist. Aber die Ansicht gefällt mir halt nicht, deswegen bleib ich immer in der Äußeren. Hallo, das darfst du nicht sagen. Warum nicht? Was hätten denn damals Piloten sagen sollen? Die Ansicht gefällt mir nicht, deswegen gucke ich immer nach draußen. Piloten von damals, die sehen das gar nicht. Ja, das weißt du nicht. Vielleicht haben ja noch welche überlebt. Ja, es haben immer welche überlebt, aber woher willst du denn wissen, dass sie genau meine Videos gucken? Weiß ich nicht, vielleicht haben die auch Langeweile und wissen nicht, was sie sonst mit ihrem Tag machen. Ah. Ey, ich hab keine Munition mehr! Ah, kacke. Ich mach jetzt einfach Kamikaze in den Russen. Hallo. Genau das meinte ich. Justin ist bekannt für Kamikaze-Angriffe. Ja. Ich bin gar nicht bekannt dafür. So. Bei mir schon. Ey, ich hab ihn! Ey! Oh, es hat oh. Nicht, es hat natürlich gezählt. Es war bloß eine Abschusshilfe. Naja, auch gut. Oh, ich glaube, ich schaff's nicht mehr bis zum Wolf. Jetzt bin ich hinter dir. Jetzt hab ich dich. Komm her. Nein, hinter mir. Ah, nein, nein. Oh, mein Fahrrad ist abgebrochen. Was eine geile. Oh, das wird abgestürzt. Ja, bei mir haben sie das Heck zerschossen. Nennt man das Heck? Nee, das nennt man Arschloch. Mann, ja, natürlich nennt man's Heck, Mann. Was? Jetzt. Lass mich in Ruhe. So, das war jetzt mein erstes Flugzeug, das weg ist und wir sind schon richtig am Verlieren. Dein erstes? Ja, das war mein erstes. Warte, ich habe schon zwei verloren. Na ja, gut, aber du warst auch schon mehr in Action irgendwie. Naja, ich war halt als Bomber mehr tätig. Sturzflug. Hallo, Mr. Yu? Genau auf den bin ich gerade runter. Gut gemacht, Justin.
Neben dir ist eine IL-2, ne, wollte ich schon mal gesagt haben. Wo neben dir? Naja, jetzt hinter dir. Ah, jetzt ist abgeschossen worden. Na, aber nicht. Doch, da war eine. Keine gesehen. Wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mir an. Justin, das ist kein T-Rex. Hä? Ein T-Rex war es, wenn du dich nicht bewegst, sieht er dich nicht. Naja, und was hast du gerade gesagt? Wenn ich ihn nicht sehe, dann sieht er mich auch nicht. Ach so. Ich habe mich nämlich immer beim Verstecken spielen gewonnen. Ich habe einfach die Augen zugemacht und dann habe ich ihn gefunden. Ah. Wenn es doch so einfach gewesen wäre. Junge, Kindergarten war ich gottgleich. Ah ja, toll. Ah. Also ich wurde meistens gefunden. Ja, weil du auch immer dich hinterm Baum versteckt hast, der zu dünn ist. Das ist immer noch eine Lüge, Justin. Komm, würde ich sagen, machen wir noch ein Gefecht. Ihr könnt mir auch mal, beziehungsweise, nicht ihr könnt, sondern ich erzähle euch das jetzt mal. Ostriv ist ein relativ unbekanntes Stadtaufbauspiel. Was, wie heißt das? Ostriv. O-S-T-R-I-V. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, aber... So heißt einfach das Spiel. So, das beschreibt nichts in dem Spiel, das ist halt so. Und da geht's auf jeden Fall darum, du bist so mittelaltermäßig und baust deine Stadt auf. Und das ist echt schön. Und, also zumindest vom Aussehen her, gameplay-technisch kann ich es euch noch nicht sagen, weil ich es halt noch nicht gespielt habe. Aber... das könnte auch auf meinem Kanal kommen. Oder wird, denke ich mal. Bis Ende des Jahres wird garantiert noch ein Ostriff-Video kommen. Ja. Ihr könnt mir auch. Also, ja. Also ich wäre auch dafür, falls, wenn es dann draußen ist, würde ich von dir gerne Chernobyl Light. Chernobyl Light? Ja. Na, das spiele ich ja privat und es ist ja auch noch im Early Access, aber aufgrund von wöchentlichen Fixes und so weiß ich ja, dass das Spiel dauernd in Entwicklung bleibt. Und wenn das in der Vollversion draußen ist, werde ich das garantiert auch noch aufnehmen. Und wenn es einen Multiplayer gibt, dann vielleicht noch mit dir. Ja, ich werde es mir nämlich heute auch holen. Oder morgen halt. Ich habe gedacht, du hast es schon. Nein, ich habe das. Wir hatten noch Familienbibliothek. Ach ja. Da hab ich jetzt mal bei dir gezeigt. Ach ja. Hast du gesehen, es gibt einen neuen Anfang, ne? Nein, ich hab's ja schon lange nicht mehr gehabt. Also ich Achso, naja, pass auf, ich erklär's dir mal. Nein, ich will nicht, dass du mir das erklärst, ich will das selber sehen. Okay. Halt die Schnauze, Heulsuse, Alter. Ich kauf mir das Spiel für 25 Euro, ja? Ja. Und dann willst du mich auch noch spoilern. Ja, warum? Ja, ich geh mal aus den Wolken raus, weil das ist echt langweilig. Auch wenn das eigentlich Vorteil der Bomber ist. So, wir können ja jederzeit wieder hoch in die Wolken richtig tief rein. So. Und. Bomben fallen. Aber diesmal haben wir einen Luftsprung. Ja, genau, diesmal haben wir einen Flugplatz, wo wir landen können. Ja. Ich nehme mal den Schub raus. So. Keine Gegner? Wo sind die alle? Bombenansicht? Jawohl. Das hat Rums gemacht. Ich hab Boom gemacht. Ich habe ja nur drauf gewartet. Ist ja Justin so ein Hobby-Komiker. Muss ich so vorstellen. Er denkt immer, er bringt gute Witze, obwohl er die nicht bringt. Das denke ich nicht. Ich weiß einfach, dass sie nicht gut sind, aber das macht sie halt lustig. Genau. Also wenn ihr schlechte Witze hören wollt, dann bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal und guckt die Videos von Justin mit dabei. Sagen wir es so, wenn Justin mit dabei ist, gibt es immer mal wieder schlechte Witze am Rande. Also falls ihr sowas gut findet, könnt ihr gerne mal
mit dranbleiben. Einfach mal ein Dislike da lassen. Genau, Dislike und so ein richtig schönes Hate-Kommentar. Und am besten noch ein D-Abo. Genau. Nein, aber Abo, Like und Kommi nicht vergessen. Nein, ich wusste, dass es jetzt wiederkommt. Was? Ich wusste, dass es jetzt wiederkommt, weil... Ja, natürlich. Ja, ich sag doch, ich hab's doch vorhin gesagt. Die Leute wissen das doch jetzt schon langsam. Ja, man darf aber nie vergessen, sowas zu sagen, weißt du? Ja, weil du Abo-geil. Ich bin nicht Abo-geil. Er sagt zwar die ganze Zeit, er macht das nicht für die Klicks und nicht fürs Geld, sondern weil er Spaß hat, aber... Fürs Geld? Fürs Geld werde ich das nie machen. Ich werde das immer hobbytechnisch nur führen. Ja, du machst das nie fürs Geld, weil du niemals so viel Geld verdienen wirst. Hallo. Na, ja. Und ich mach's trotzdem, weil es mir Spaß macht. Und das sollte doch eigentlich zählen am Ende, oder? Ja. Ja. Gut. Da haben wir es auch geklärt. Mann, die klauen mir alle Kills. Und wir gehen wieder in die Bombenansicht. Hören das schöne Bombenzirschen. Wie nur beschädigt. Buh. Es ist ziemlich kalt hier oben. Soll ich das mal sagen? Ziemlich kalt und windig. Ja, dann leck am besten nicht die Eisenteile. Hab ich aber schon gemacht, am Propeller. Im Flug. Ist aber deine Tragfläche abgebrochen. Was? Ach nee. Okay, jetzt hab ich noch. So, wieder drei Bomben. Ich denke mal, zwei werde ich auf die eine Basis schmeißen und eine dann auf die letzte. Mensch, sterben Sie! So, und die letzte Bombe geht jetzt hier rüber zu den anderen. Ah, da geht. Do you wanna be my lover? Aua! Nein, so. Dann wieder penetrieren. Oh nein. So. Ja. Und die letzte. Ah! Hoffentlich mit Präzision, weil ich habe gesehen, ich bin ein bisschen zu weit rechts gewesen. Aber ich glaube, die trifft. Ja, und die trifft. Ah, wieder nur beschädigt, okay. Mann, jetzt. Ah! Ist hinter mir jemand hin? Weil hinter mir ist die ganze Zeit so ein blauer Punkt, wie als ob da jemand ist. Hier oben. Ha. Blauer Punkt? Ja, hier ist noch ein Flugkamerad von mir. Okay. Aber der ist noch relativ weit oben, deswegen. Oh! Und jetzt seid schon oben niedergeschossen. Nein, meine schöne Bomberkarriere. Oh, aber ich habe die Basis doch noch zerstört. Nein! Ah! Es war schön, mit dir geflogen zu sein, Justin, weißt du das? Ich hab dich kein bisschen gesehen. Ich kann dir auch sagen, warum, weil ich die ganze Zeit oben in den Wolken war. Nein, jetzt stört sich ab. Regular Camper. Was für Camper? Leute, glaubt nie, was Justin sagt. Ihr wisst die Wahrheit. Sagte Mister, ich hab in CSGO über 1 Milliarde AWP. Okay. Ich habe sowas nie gesagt. Das du hast es nicht gesagt, aber du hast Achievements, die das belegen. Miese Camper, Hugo. Ja, 500 AWP-Kills ist aber keine 1 Milliarde. Ich hab nicht mal einen. Du spielst ja auch Counter-Strike nicht. Ja, also ich hab... Ja doch, ich hab schon ein paar gemacht, aber ich hab nie AWP gespielt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal euren Steam-Namen, Warfunder-Namen, World of Tanks-Namen, wie auch immer, unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht edit ich ein paar und dann kann man mal ein paar entspannte Runden zocken.
Ja, und schreibt auch ruhig mal in die Kommentare, ob es euch auf die Nerven geht, wenn wir schreibt in die Kommentare. Genau, ihr könnt ja mal so einen Counter machen. Jedes Mal schreibt in die Kommentare immer so. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, ich werde sterben! Ich sehe es hinter dir hinten, eine MiG-3. Ja, ach nee. Oh. Ah. Gewonnen. Das alles nur durch die Bomber. Aha, aha. Laber nicht. Oha, eine Schlachttrophäe. Was kriege ich raus? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Oh. Mann. So. Gucken wir uns nochmal die Stuka an. Hm. Welchen nehmen wir? Wir nehmen die hier. So, und dann würde ich sagen, war es das dann auch für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abo nicht vergessen. Justin, hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, beim nächsten Mal gibt's Panzerschlacht. Du meinst beim nächsten Mal War Thunder? Nee, beim nächsten Mal. Mensch, ärgere dich nicht. Natürlich beim nächsten Mal War Thunder, Mann. Okay, also, wenn Justin das sagt, dann ist das so. In der nächsten War Thunder Folge kommen dann Panzerschlachten. Am Samstag kommt dann eine neue Folge World of Tanks. Und nächste Woche Mittwoch eventuell eine neue Folge Rainbow. Oder die erste Folge Rainbow. Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Würde ich auch sagen, haut's rein, Leute.